CDU und SPD führen in Berlin Koalitionsverhandlungen. Ich mache ungern Ferndiagnosen, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Zuge dessen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aber wenn es jetzt in Berlin zu Schwarz-Rot kommt, dann müssen wir uns auch schon mal an die eigene Nase fassen, welche Fehler wir gemacht haben. Man sollte beispielsweise keinen Kulturkampf ums Auto führen, forderte Kretschmann. Die Sozialdemokraten seien nicht die natürlichen Verbündeten der Grünen. Ich regiere auch gern mit Christdemokraten, stellte der Grünen-Politiker klar. Entscheidend ist, dass man den Menschen eine klare Idee vermittelt, wo man selbst hin will. Vor der Entscheidung für Koalitionsverhandlungen mit der CDU hatte die SPD auch mit Grünen und Linken gesprochen, mit denen sie seit 2016 Berlin regiert. Die CDU sprach neben der SPD auch mit den Grünen. Der Koalitionsvertrag soll spätestens Anfang April vorliegen.